Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier vom Mordhof-Projekt. So, es geht weiter mit den Rasenmähen. Man sieht, schwer zu erkennen. Allein auch am Thumbnail. Aber naja, egal. Soll uns nicht stören. Es geht trotzdem weiter. Ich bin noch mal kurz am Überlegen. Ich habe mir jetzt gedacht, komm, wir machen jetzt wirklich Heu hier für die Schafe. Damit wir einfach Schafe haben. Weil Tiere sind immer geil im LS. Also finde ich zumindest. Hört sich zwar dezent falsch an, aber naja. Das heißt also, wir machen Heu. Ja. Cool. Freue ich mich tatsächlich drauf. So, dann mal wieder wenden hier. Sind ja gleich fertig. So. Schön. Ah, schön, angenehm. Das Mähen ist echt angenehm. Das ist so entspannt, finde ich manchmal. Manchmal. Ja. So zum Anfang der Folge nochmal gesagt. Wenn ihr Feedback habt, ne, schreibt es in die Kommentare. Lasst es in Form von Like oder Dislike da. Gebt Kritik, Leute. Zudem pusht das auch mich ein bisschen. So ehrlich will ich sein. Aber naja. Wird wahrscheinlich eh keiner machen. Wie gesagt, Feedback einfach in die Kommentare schreiben. Ist sogar kostenlos, das Ganze. Heißt, ihr müsst dafür keinen Cent zahlen. Ich habe das Gefühl. Ah, mal stehen bleiben, ne, und das Tor aufmachen hier. So. So, Tor aufgemacht. Ah, schön. Wäre natürlich nie irgendwie stecken geblieben oder so. Nein, nein. Ich doch nicht. Und ja, es kann, ich weiß auch, dass der Traktor ein bisschen laut ist. Stört mich aber prinzipiell nicht. Da müsst ihr euer Mobilfunkgerät leise machen. Also euer Handy, Tablet oder jegliches. Diese Art, wo ihr euer dieses YouTube-Video drauf schaut. So. Ich habe mein Bestes gegeben, leise machen. Leiser geht's nicht. Leider kann ich nicht machen. Ich möchte auch gerne noch was hören. Ist auch maximal intelligent, dass ich vorwärts in die Halle reinfahre. Ja, das weiß ich. Danke dafür. Es tut weh. Ja, ich weiß es. So. Oh, oh, hat keiner hat keiner gesehen. Nee. Da gab es ja noch eine Tabelle, stimmt. Ja, Gott, das war so intelligent von mir vorwärts reinzufahren. So. So. Hoppala. Und rückwärts wieder raus. Wie fandet man nicht vorwärts raus, sondern rückwärts? Dann glaubt ihr, ich bin der Intelligenzbeste. Ah, nee. Eigentlich könnten wir noch so was wie ein Radlader oder Teleskop, also ein Teleskoplader hauptsächlich brauchen. Mal gucken, was haben wir denn da so schön? Teleskoplader. Aber hier, also. Da bin ich auch noch eigentlich. Nee. Ich will Teleskoplader gucken. Naja, immerhin. Ich habe einmal reingenommen. Ein Liebherr. Ist aber ein lieber Herr. Haben wir nicht hier noch irgendwas drunter? Ah, wir haben sogar Kramer mit drin. Ui. Da muss wahrscheinlich ein Kramer. Da halt auch so durch. Den gibt's in Diesel, Elektro und Biogas. Gas. Gut. Schon einfach drüber geredet haben.
Hier haben wir keine Mods mehr drin. Hier haben wir keine Mods mehr drin. Nein. Gott, nee. Naja, egal. Wird es wahrscheinlich der Liebherr. Für 70.000 Euro. Kann uns aber die Schaden nicht mehr leisten. Wir dürfen ja auch keinen Kredit aufnehmen. Oh, die Sache. Oh Gott, nee. Alles so kritisch. Obwohl, wir können Hydrokulturwerk raus, können wir ein, zwei bauen. Dann sind wir hydrokulturisch veranlagt. Gott. Eieiei. Ich habe das Gefühl, ich muss diesen. Ne, doch nicht. Da ist der, wenn der Schwan, nee, der Tor. Zetter. So. Dann fahren wir damit mal wieder los zum Feld. Dann wenden wir das ganze Zeug da. Damit wir schönes Heu haben. Währenddessen gucken wir mal nach den anderen Typen. Wie ich es gewusst, wie ich mir schon gedacht habe, hängt der hier. Naja, egal. Intelligenz fällt nun mal nicht vom Himmel. Leider. So. Ja, ich bin müde, ne? So. So. Wende an und los geht's mit Wenden. Jetzt kommt das ganz spannende Zeug hier. So. Schön, wie er brüllt beim Wenden. Brauche ich auch so viel Motorleistung, okay? Motorleistung dafür. Ja. Schön, halbes Feld schon fertig. Glückwunsch. Hast du recht, fahr erstmal in den Graben. So. Okay. Frage ist, muss die Wiese eigentlich gefüllt werden? Nö. Das schon mal in etwas. Ja. Sind ja gleich fertig hier. Keine Angst. Also zumindest auf dem Teil. Obwohl ich so gerade gar keinen Bock habe auswenden, aber naja. Kann man nicht ändern. Sind ja Gott sei Dank nur klein gewesen, wo ich wenden muss. So. Ganz vorsichtig. So. Und schon sind wir auf dem zweiten Teil. Halbe Wiese schon fertig. Also, insgesamt. Dauert ja nicht, ist ja nicht mehr viel. So. Und rum hier. Sind ja gleich fertig. Gleich fertig. Wie gesagt, das habe ich schon zwar vor 15 Minuten gesagt. Aber wir sind trotzdem gleich fertig. Mit den Wänden.
Dann bin ich auch heute für heute mit Aufnehmen fertig. Ich kann nämlich nicht mehr. Zwei Folgen sind nämlich echt anstrengend. Also, ne? Und ich nehme am Montag auf, ne? Ja. Können wir sehen. So. Und rum hier wieder. Wie entspannend. Ich freue mich drauf, die ganze Scheiße hier zu schwachen, ne? Und zu pressen. Darauf habe ich richtig Bock. Ohne Scheiß, also pressen habe ich wirklich richtig Bock drauf. So. Dann letzten paar Meter noch. Ausschalten hoch. Zusammenklappen und dann wieder hier durch unseren wundervollen Bach ganz langsam fahren. So vorsichtig, wie schön feinfühlig ich das mache. So aussteigen und dort hier und ab geht's zum Hof. Ja, er hat noch nicht so Bock. Ah, jetzt okay. Ah. Schön, schön, wie es läuft. So, was sagt der andere? Der ist sogar unterwegs. Krass. Krass, dass der noch fährt. Hätte mich ja gewundert, wenn nicht. Hätte mich ja. Oh, lieber mal. Wundert mich gerade. Sagen wir so. Wundert mich gerade. So. Ach, diesmal fahren wir nicht vorwärts rein in die Halle und drehen in der Halle um. Nein, diesmal nicht. Und dann sage ich an dieser Stelle tatsächlich schon, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.